Dann gibt es richtig leckeres Essen. Das dauert noch ein bisschen, kommen noch zwei, drei Eggs. Aber ich habe gedacht, einmal ein bisschen aufpushen, damit sie sich alle freuen können. Mann, gleich gibt es was richtig Dickes im Bauch. Deswegen würde ich vorschlagen, diese erste Reihe hier, die ganze Tischreihe, die sagt gleich auch mein Kommando einfach mal, so richtig, ja, alle zusammen, 1, 2, 3. Ah, sehr schön. Die zweite Reihe bitte ich drum, das hört sich aber gut an, ja? 1, 2, 3. Ach, sind vor die Trockenheit, können einpacken, wir packen sie als Chor später, weil sie vor die Trockenheit hier wieder auf die Bühne. Die letzte Reihe, ganz hinten, die sagen wir nur noch, lecker, lecker. Nein. So schnell, wir haben Zeit. 1, 2, 3. So. Ich mache nur so und dann wissen Sie Bescheid, okay? Meine Damen und Herren, es gibt nachher richtig leckeres Fingerfood. Sehr schön. Aber Applaus für sich selbst hier. Also, aber das Thema Vorfreude geht übrigens schon mal durch. Jetzt habe ich die nächste Aufgabe, ich soll Ihnen hier was Schönes spielen. Und da war die Frage an die Azubis, was wünscht ihr euch denn gern? Ja, irgendwie was Schönes halt. Wir haben ein breites Publikum, verschiedene Zielgruppen heute Abend hier. Ja, das ist immer schwierig für einen Künstler, alle zufriedenzustellen, gerade was Musik angeht, hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Dann stehe ich so ein bisschen vor der Herausforderung, das irgendwie zu meistern. Und ich spiele jetzt einen Song, da bin ich mir sicher, den kennt jeder. Ob jung oder alt. Und ich will ihn gar nicht groß ankündigen, ich spiele ihn jetzt einfach mal. Und wenn Sie den Songtext kennen, zögern Sie nicht. Mein Versprechen, diesen Song kennen Sie alle und ja, ich spiele ihn. Natürlich. Wir können das natürlich auch schön locker flockig, ein bisschen fröhlicher machen für die Kleinen hier. So könnte man es auch spielen. Und für die von Ihnen, die sich sagen, ach, der Tag war heute wirklich nicht der beste, habe ich auch in traurig. Auf Bocken holen, ein bisschen Boogie Boogie, Finger hoch. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Rest ist Schlager scheinbar. Okay, Schlager bin ich leider nicht so für. Ich mache Ihnen meine Rock'n'Roll-Version so ein bisschen. Also fangen wir nochmal schön auf die an. Bevor ich den letzten Song mache, mache ich einmal ein kurzes
schönes Video. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mir alles auf Facebook zum Beispiel folgt. Da mache ich ab und zu so kurze Selfie-Videos, um zu zeigen, wo ich heute war. Im Dezember gibt es eine große Jahresrückblickshow mit Weltereignissen und regionalen Ereignissen. Da wird auch gezeigt, wo war der verdammte Tom schon wieder überall. Und dazu gehört dieses Video auch. Das ist also nicht für mich, das ist unter anderem auch für meine Mama und meinen Papa, damit die sehen, dass ich mit dem Quatsch Geld verdiene. Aber deswegen würde ich mich freuen, wenn ich gleich die Kamera, wenn ich die Hand einmal so wegmache, dass sie einfach alle so, yeah, es gibt gleich Essen nach dem Golf. Ja, irgendwie so aufgeregt, das wäre sehr nett. Aber natürlich spiele ich hier noch was und es geht hier noch ein bisschen weiter. Aber diese Vorfreude, diese Spannung, ich brauche wirklich mal den Sack richtig so am Ausflippen ohne Ende. Ja? Sie sind bereit, ich bin's auch. Die Kamera läuft auch, so meine Damen und Herren, Achtung. Sie können das, diese Frequenz können Sie später im Internet wiederfinden. Also, wenn Sie jetzt neben Ihre Affäre setzen Sie sich schnell noch woanders hin. Das kommt nämlich ins Netz. Sind Sie bereit? Ein paar Ausflippen bei 3, 2, 1, Start! Dankeschön. So, dann haben wir das auch. Thema Marketing, Selbstvermarktung ist auch abgesichert. So, weiter geht's. Einen Song habe ich noch für Sie, mal etwas ganz anderes, Smash Up. Smash Up ist eine Fußbeschreibung, sehr großer Trend im Internet unter gerade den jungen Leuten. Wir sind ja jetzt heute alle jung. Der wird schon gedacht, der labert schon mit dem Mist. Nein, also, Smash Up, ganz einfach, verschiedene Songs, bekannte Songs werden zusammengemixt, die gar nicht zueinander gehören, aber trotzdem finden sie irgendwie gut. Und ob das gleich gut klingt, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, ich nehme mal zwei Songs und Sie kennen sie beide, ich brauche sie Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen. Einmal haben wir Nenas 99 Luftballons. Das wären die 80er Jahre. Und einmal Johann Bachelbels Kanon. Was? Johann Bachelbels Kanon. Sie kennen es alle, Klassik. So, die zwei Songs, dann machen wir jetzt was Schönes draus. Tontechniker, Hinweis Bescheid. Keine Scherze jetzt. Beim Soundcheck werde ich immer gemobbt, Tontechniker. Jetzt nicht. So, Achtung. Dankeschön, ich gehe jetzt nach Hause, sag meine Mama, ey, ich hab's gerockt. Was hast du gespielt? Alle meine Händchen. Tschüss, danke, schönen Abend noch.